Ja. Hi, wollen Sie Toastbrot oder ne Plastik? Ja, was? Goldpolierte Kette. Was ist das denn? Ja, die ist leider aus Plastik, die ist nicht echt, aber Sie können sie trotzdem haben. Vielleicht können wir die jemandem als echt andrehen. Hey, da fällt. Nee, Moment, das darf ich vor ihm sagen. Lüge! Wenn es glaubt, ja, stimmt es! Also Toastbrot im Wasser ist jetzt vielleicht. Nee. Ja, das ist noch knusprig, wenn sie es gleich. Ito, was sagst du? Zu Toastbrot? Ah, wenn nicht das Krankenhaus, ist ja nicht weit, ne? So, probier's. Und? Aber essen! Ja, gönn dir! Ich hab keinen Hunger! Junge! Nee! Schmeckt als Thunfisch, ein bisschen älter, aber okay! Ja. Ich bin auch anders wie anderen. Ja. Scheiben essen. Also ich weiß zwar nicht, was ich mit den Kassetten anfangen soll, aber ich tu's einfach mal. Boah, ist die dick, das ist ja unglaublich. Ah. Ach, die kriegt dann die Dina oder sowas. Mhm. Ja, die welcher wird Dina sich freuen. Du, Dina, hallo. Der Vito ja. Und ich, hallo. Wir haben für dich zusammengelegt, verstehst du? Ja. Wir haben uns ja was richtig Tolles überlegt. Ja. Komm mal her, du. Der ich wollte eigentlich ein Ticket hier bezahlen. Nein. Jetzt, guck mal, komm erst mal her, brauchst du gar nicht. Hier, guck mal. Der Vito und ich, wir haben so zusammengelegt. Ja. Ja. Oh. Die ist aus echtem Gold. Ist die für mich? Ja. Natürlich ist die für dich. Aber oh, das danke kostet schön ein bisschen. Und für dich haben wir natürlich auch was. Auch für ja dich haben wir zusammengelegt, verstehst du? Ja. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Oh. Absolut nicht. Da, ja, bitte. Ein Sandwich. Ich habe eine Goldkette. Oh, wie schön. Sag doch was. Ja. Ein Herz. Das sind zwei Toastbrote. Sagt man danke. Guck mal, wie unfreundlich. Wie unfreundlich die Leute heutzutage sind. Heaven's California. Okay. Hat nicht viel gesagt. Du, ich weiß, was wir beide machen. Ja, die ist schüchtern. Ja. Ja. Was? Ja. Ja, guck mal. Gebäude. Ja. Wir sind ab jetzt offiziell Polizisten, wenn wir die Wand da berühren. Vito, sag mal, hast du eigentlich schon die Wand berührt? Du bist ja noch gar kein Polizist jetzt wie ich. Stimmt. Na bitte. Boop. So. Oh, Officer Vito meldet sich zum Dienst. Ja, hi. Officer Opa Oleg auch. Ja, auch. Hallo. Was dürfen wir jetzt machen, jetzt als offizielle Polizisten? Wenn von innen reinigen mit einer Zahnbürste. Los geht's. Können wir dann im Rang aufsteigen, so rein theoretisch? Ja, vom kleinen Praktikant zum mittleren Praktikant. Das ist geil. Nicht wahr. Doch, absolut. Lass uns das machen. Ja, los geht's. Ja, natürlich. Ist Ihr Ernst? Sie wollen echt reinigen? Ah. Ist ein bisschen dreckig? Wir müssen den Kopfdienst hautnah erleben. Mit allen Einzelheiten. Das harte Leben. Ja. Okay, dann kommen Sie mal mit. So, ach, also einmal reintreten. Ach du Kacke. Oh. Die Zelle direkt hier ist die dreckigste und die dürfen was, was waren da drinnen, Bär? Man kann es fast so nennen, ja. Wir haben den Mann irgendwo im Wald aufgegabelt und der hat gerade eben das letzte Stück von einem Menschen gegessen. Ach, den haben ja wir dann hier mal kurzerhand eingibt. Ich muss jetzt mal kurz das Tuch hier hochmachen. Er ist ja unbeschreibt. Oh. Dürfen Sie gern mal loslegen. Vito. Ja. Wir müssen das machen. Für die Polizei. Ja, so eine Scheiße. Ich hab noch eben eine Zahnbürste für jeden von Ihnen. Ja, hey, ja, damit. Bitteschön und bitteschön. Danke. Dann dürfen Sie mal loslegen, ich halte ein bisschen Abstand. Ja. Ah. Ich fang in der Ecke an. Ach. Boah, das. Eine Zeit, dass das schon so 6 Monate her ist. Oh.
Das ist echt nicht schön. Guck mal, hier klebt noch was zwischen den Gitterstäben. Was zur Hölle ist hier passiert? Ah, du, Homer, das ist ja... Boah. Ach, du Scheiße. Kann ich mal dein Halstuch haben? Nein. Nimm dein eigenes. Ja. Das will ich aber nicht. Ja, ich auch nicht. Okay, machen wir also. Ja. Du gibst mir ein Taschentuch und dafür kriegst du meine Mütze. Na gut. Okay, warte. Siehst du sie? Ja. Perfekt. So, bitteschön. Oh, das sieht wunderbar aus. So, dann wollen wir mal. Du das mit der Mütze und ich mit dem Taschentuch. Ja. Wenn sie uns nicht hätten, Vito. Ich sag's ja, dir. Der Laden würde zusammenfallen. Ja. Da haben sie recht. Ja. Perfekt. Wie neu sieht's aus? Tatsächlich. Ah, klar. Das gibt's nicht. Ich seh den Fleck. Ich seh ihn. Sehen. Hey, aber die Terrasse. Ich kann's doch meinen. Ey, ja, ich will den Raum da. Geht das? Nein, leider nicht. Warum? Obwohl, doch, wir können tatsächlich reingehen. Sie sind ja mittlere Praktikanten ja. Und da dürfen sie tatsächlich genau. Mal reinschauen. Zeigen sie uns das mal. Meine Güte. Ui, ui, ui. Das ist so, ja, historisches Stück. Wow. Oh. Was ist das denn? Wer ist denn ja, das? Ja, das ist ein Kollege, hi. Nein. Der hier schon eine Weile steht. Der ist ziemlich stumm und redet nicht. Hallo! Oh. Er hat sich auf einmal in Klopapier eingewickelt und mittlerweile sieht das so aus und er redet eigentlich gar nichts mehr mit uns. Aber böse gucken kann der, oder? Ja, das kann er, definitiv. Ist schon, eieiei. Aber Moment. Boah, der gesunde Zähne. Ja, für das, dass er seinen Mund jetzt schon ein paar Jahre offen hält, sehen die noch. Der bewacht ebenso unseren kleinen Panzer. Mhm. Er wäre sicher sehr stolz, wenn er wüsste, dass wir jetzt mittlere Praktikanten sind. Ja, definitiv. Ja. Das wäre. Oh. Ja, war mir eine Ehre, Sir. Ja, genau. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich genau, sind wir morgen wieder da. Ja. Dann dürfen Sie mir einmal folgen? Klar. Ja, natürlich. Dann hier mal aufpassen. Uiuiui. Hier im Eck haben wir einen Fahrstuhl. Echt? Von hier würde ich den jetzt nicht nutzen, wenn ich Sie wäre. Aber von einem Stock tiefer können wir den nutzen. Ja. Das können wir schauen. Ja, okay, ich werde jetzt den Fahrstuhl einmal testen und wenn er sicher ist und nicht so weh tut, dann können Sie einmal hinterher Fahrstuhl machen tun. Ein bisschen tut's am Bein weh. Aber wenn Sie wollen, können Sie die Treppe nehmen. Ach hey. Oh. Au. Ui, au. Ah, au. Kriegst ein bisschen. So. So, eine Scheiße. Ja, komischer Fahrstuhl. Ja. Was wollen Sie denn für ein Polizeifahrzeug haben, um die Blaulichtflüssigkeit aufzufüllen? Oh! Das schnellste, das wir haben. Oder? Bitte? Was? Das schnellste. Schnellste? Das wäre dann der Dodge Charger. Das ist der schnellste? Ja, also in meiner Gehaltsklasse schon. Ach so. Wir hätten einen Audi RS3, einen Suburban, einen Charger 2012er, einen CVPI, einen Ford Raptor und noch einen Taurus. Hm. Opa, so das, ruf Sie du sagen, aus. Das ist einfach das Schönste. Schönste? Ja, dann hau ich den Raptor raus. Oh. Da. Okay, das ist das Schönste. Jetzt Vito. Ach, Moment, wo ist denn das hier, Wir müssen die ja erstmal auffüllen, Vito, die Flüssigkeit. Wo steht die denn? Die Flüssigkeit, eine Sekunde, die kann ich Ihnen sogar gerade mal holen. Ach, sehr gut. Lassen Sie die Praktikanten ruhig machen. So. Kann ich einfach schleppen lassen.
Im Sinn. Ja. Schön, Ihnen einmal. Boah, ist das schwer. Ach du Kacke. Und Ihnen einmal. Ja, danke. Ach, können Sie das gerade mal mitbringen? Das Schlauch müsste dabei sein. Ich setze mich dann rein, um den Mischmechanismus anzuwerfen und sie pumpen, okay, blasen. Dann mache ich von der Seite. Das mal rein. Klar. Und du von der anderen. Wenn Sie fertig sind, dann sagen Sie es mir. Dann okay, ich bin soweit. Anwerfen. Du bitte. Ja, kann losgehen. Okay, ist genug? Ja, stopp. Ausgeholt. Kann man da testen? Ja, wenn ich die Maschine jetzt anwerfe, müsste die Flüssigkeit durchgepumpt werden und es sollte nicht angehen. Achtung. Oh, da, hier vorne fehlt noch was. Moment, das ist dann, Blau ist noch ein bisschen schwach. Ein Pitzelchen. Vito, du musst mal vorne gucken. Ja, schalte ich es nochmal aus. Okay, ja. Das Blau muss noch ein bisschen stärker. Ja, jetzt stimmt der Blauton. Perfekt. Oh, meine Herren. Ja. Sollte ich, glaub mal, öfters mal. Ja, das dürfen Sie nie vergessen. Sie öfters mal lassen. Hat einer von Ihnen eine Pistole dabei? Ja, ich habe eine. Im Rucksack. Also, hier hinten. Die können gerne reinkommen. Haben Sie auch einen Waffenschein dafür? Natürlich. Hier. Oh, warten Sie. Zeige ich Ihnen. Mm-hmm. Hab ich den. Ah, hier. Ich nehme mal kurz weiter. Dankeschön. Okay, der ist noch gültig. Haben Sie wieder zurück. Ah, Sie haben keine Waffe dabei? Doch. Haben Sie auch Sie einen Waffenschein? Natürlich. Klebt hinten auf dem Ausweis. Perfekt. Perfekt. Wenn Sie wieder zurück haben, dann Dankeschön. Werden wir jetzt etwas Gefährlicheres machen. Falls ich dazu. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Munition dabei. Keine. Ich habe noch ein bisschen Munition. Da ist noch was im Magazin drin. Ich glaube 5 Schuss oder so. Cool. Und das war's dann. Werden die reichen? Für uns beide reicht das. Perfekt. Dann die Prüfung vom Mittleren auf den Vorpraktikanten zu schaffen. Uiuiui. Ui, ui. Müssen Sie einmal eine kleine durchführen und diese natürlich bestehen. Okay. Ich bin aufgeregt. Sie beide werden sich jetzt einmal umdrehen und zu der Wand gucken. Ja. Und ich werde währenddessen die paar Ziele aufbauen. Ja. Okay. Und dann werden wir das natürlich durchführen. Okay. Uiuiui. Vito, komm. Wir machen das. Wir kriegen das hin. So. Ja. Sie dürfen wir beide uns umdrehen? Natürlich. Ja, geil. Ach je. Wo kommt das denn her? Da habe ich aufgebaut. Die sind aus meinem fix. Ford Raptor rausgeholt. So. Sie dürfen jetzt einmal mit zur orangenen Absperrung kommen. Ja. Ja. So, Sie sehen hier jetzt 3 Zielscheiben. Ja. Auf der linken Zielscheibe sehen Sie einen schwer bewaffneten. Sehen Sie, oder? Ja, ja. Ja. Perfekt. In der Mitte sehen Sie eine Frau, die offensichtlich nicht bewaffnet ist. Eine Bombe das heißt, in der Hand. Ja, die hat eine Fernbedienung für eine Bombe. Nein, es ist ein Mobiltelefon. Ja, damit kann man Bomben zünden. Aber also die ist ungefährlich, wollen Sie sagen. Genau, die ist ungefährlich. Auf die dürfen wir nicht schießen. Hm. Und dann auf dem rechten Ziel sehen Sie einmal eine Person, die mit einer Pistole auf die Dame zielt. Sehen Sie das auch? Ja. Und einen sehr dicken Kerl. Genau, und wir, bei der Übung müssen wir mit der Pistole auf den Kopf des dicken Kerles schießen. Okay, dann kriege ich hin. Darf ich ziehen? Ich werde es Ihnen einmal kurz vormachen, damit Sie beide sehen, wie wir das machen. Ja. Wir werden einmal zielen, die Waffe entsichern und dann einmal einen Schuss. Ui. Dann senken, warten, bis das Ziel wieder hochklappt. Dann werden wir das nächste Ziel anvisieren. Ja. Und auf den Kopf schießen. Uiuiui. Ui, ui. Und dann wieder die Waffe senken, sichern. Und wegstecken. Gut gemacht. Das kriege ich hin. Perfekt, dann dürfen Sie einmal beginnen. Okay. Ja, Opa, zeig's den Terroristen. Natürlich, wie damals. Also. Kollege, Hände hoch. Waffe runter. Ich sagte Waffe runter. Nein, nicht ich.
du! Nein, du! Ja. Oh, guck mal, fliegender Elefant! Ui! So, dann einmal die Waffe senken. Oh. Und nun das nächste Ziel anvisieren. Oh. Schön die Augen da. Ja. Waffe senken. Ich, Jan. So, ich pack die kurz hier in die Tasche. Genau. Dann dürfen Sie die Waffe dem Vito einmal geben, damit er die Prüfung auch ablegen kann. Ja, bitte. Vito? Vito, guck mal hier. Ich leg die hier auf den Boden. Ja. Siehst du sie? Sehe ich. Perfekt. Huch. Ui. Ja, nee, ganz Vorsicht. Nicht, dass hier was passiert. Die ist ja noch gesichert. Auch einmal herantreten, ja. Waffe entsichern und das erste Ziel ansehen. Entsichern, scheiße, wo ist denn der Knopf hier? Linke Seite, das kannst du mit dem Daumen bzw. Zeigefinger machen. Das ist ein kleiner Knopf. Ja, ich verstehe, okay. Gut. So, Kollegen, nimm die Hände hoch. Du es! Niemals! Wie niemals? Ja, dann halt nicht. Huch. Entschuldigung. Sehr gut. Ach, das war richtig. Oh. Uiuiui. Versenken und dann das nächste Ziel anvisieren. Oh. Hilfe! Hilfe! Oh. Carla, was machst du schon wieder bei dem Kerl? Ich hab dir gesagt, du sollst dich fernhalten. Sag mal, ist der bekloppt? Ja, da haben wir gerade so ein kleines Problem. Ja. Eieiei. Es tut mir leid, Carlos. Du hast das letzte Mal mit meiner Freundin geschlafen. Sehr gut. Einmal wieder sichern und wegstecken. Beziehungsweise... Gesichert. Und... Übergeben. Perfekt. Sehr vorbildlich. Dankeschön. Aber gerne doch. War nur der erste Teil der Übung. Ui. Beziehungsweise der... Prüfung zum Vorpraktikanten. Und zwar dürfen Sie mir jetzt einmal folgen. Ja. Und zwar werde ich jetzt einmal den Ford Raptor aufschließen, den Schlüssel natürlich nicht ins Zündschloss stecken, es könnte ja irgendwas passieren, er könnte losfahren oder ähnliches. Und Sie müssen dann einmal nicht das Horn, sondern das Airhorn betätigen. Okay, das kriege ich hin. Genau, dann dürfen Sie sich einmal auf den Fahrersitz setzen. Dann einmal mit, da ist so eine Taste, da ist ein großes F drauf, da müssen Sie das durchschalten können. Dann wird Ihnen das oben rechts angezeigt, sehen Sie da oben rechts an den Anzeigearmaturen. Und da einmal auf das R-Horn. Ja. Und linker Muskel. Ja. So. Oh. Perfekt. Und dann dürfen Sie noch einmal weiter schalten und dann müsst ihr einmal noch Wheelen Manual. Ja, hab ich. Dann noch einmal betätigen. Ui. Halt auch mal auf. Sehr gut, perfekt. Dann dürfen Sie nochmal aussteigen. Ja, natürlich. Oh, perfekt. Vito, das ist spannend, sag ich dir. Und jetzt darf der Vito einmal einsteigen. Ja, schauen wir mal. Oh, so, wie wechseln funktioniert Sie auch das? Einmal mit dem F-Knopf wechseln Sie dann einmal durch. Auf das Airhorn. Oben rechts sehen Sie die Anzeige, die Armaturen. Da wird Ihnen angezeigt, welche Sie gerade ausgewählt haben. Jo, ciao. Viel Spaß noch. Coole Aktion mit den Masten hier. Ziemlich nice. Gefunden? Ich glaube nicht. Ich? Mal kurz die letzten mit der Minuten an. Da ist so ein F-Knopf direkt links vom Lenkrad. Genau. Siehst du auch, auf dem kleinen Bildschirm, der da ist, rechts oben in der Ecke. Ich bin verwirrt. Helfen Sie mir. Sie finden es tatsächlich nicht. Ich müsste oben rechts dann angezeigt werden, welches Warnsignal Sie gerade ausgewählt haben. Nee. Nicht? Nein. Können Sie mal aussteigen. Dann darf er nur Beifahrer sein. Oh, ich würde es so gerne schaffen. Haben Sie oben rechts tatsächlich nichts in? Also... Egal.
Machen wir das ganz einfach. Ist ja gar nicht so schwer. Sagen Aber Sie. Habe ich Ihnen einmal das Airhorn ausgewählt? Wenn Sie sich einmal reinsetzen. Ja. Und dann einmal auch rechts neben dem Lenkrad ist es der. Sieht aus wie eine Maus, die da drauf ist, und da einmal die linke Taste betätigen. Ich bin verwirrt. Okay, guck mal. Du hast doch in deiner rechten Hand ja. am Lenkrad genau zwei Tasten. Genau. Eine linke, die bedienst du mit dem Zeigefinger, und eine rechte, regulär mit dem Mittelfinger. Aha. Okay. Ja, immer. Ja! Perfekt. Oh. Und jetzt? Und jetzt dürfen Sie wieder aussteigen. Oh. Dann werde ich Ihnen einmal das Wheel und dann dürfen Sie dieses auch einmal. Aber ich muss es auch wechseln können. Das ist fundamental. Ah, das geht mit dem F-Knopf neben dem Lenkrad. Das kannst du regulär. Mit dem Zeigefinger bist du da dran. Da brauchst du von dem B-Knopf, den du auch am Lenkrad hast, nur auf den F-Knopf wechseln. Dann siehst du oben links an der Windschutzscheibe. Oben rechts, tut mir ja. leid. Siehst du dann einen Namen stehen. Aha. Genau. Ich bin verwirrt. Warten Sie. Und jetzt müsste normalerweise das Wheel and Manual ausgewählt sein. Genau. Ja, warten Sie. Aber das war ja eingestellt. Genau, und wenn Sie wollen, können Sie nochmal mit dem F-Knopf, den Sie da vorne sehen, direkt neben dem Lenkrad einmal durchwechseln. Huch. Können Sie es sehen oder können Sie es immer noch nicht sehen? Kommt tatsächlich manchmal vor, dass es gewinnen kann. Ah, ich sehe, warten Sie. Sehen Sie es? Dann müssen Sie jetzt die einzelnen Warnsignale durchschalten können. Jetzt sehe ich es. Ich hab's verstanden. Perfekt. Oh, das war echt schwer. Wir haben es beide bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Okay. Beide einmal Ihr Zertifikat. War mir eine Freude. Dankeschön. Sie bekommen auch einmal Ihr Zertifikat. Danke, danke. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt Vorpraktikanten und dürfen, wann immer Sie wollen, sich einmal bei der Polizeileitung melden und dann können Sie ein richtiges Praktikum für einen ganzen Tag antreten. Wow! Das ist nicht wahr! Hat der Campbell Sie denn hart rangenommen? Ja, sehr Linie. Hart. Ich kann kaum noch stehen. Ich hab das gerade am Rande mitbekommen. Oh mein Gott! Scheiße. Alter, das Polizeiauto wird in Zukunft ich fahren, glaube ich. Ja. Ja. So, ne Scheiße.